Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 16.03.2021, damit den zweiten Tag in der Verfallswoche, in der großen Verfallswoche vom DAX. Großer Hexensabbat steht an am Freitag. Bis dahin sind es noch ein paar Tage. Und ja, unser DAX hat die letzten Tage hier ein bisschen mit Teekochen verbracht. Zum Montag hat er jetzt mal ein bisschen die Füße an der Klippe baumeln lassen, aber dann ganz in Ruhe doch seinen Tee weitergetrunken. Ich erspare euch heute mal das Gerede von wegen Sentiment und so weiter und so fort. Ich rede da übrigens immer nicht vom Euwax-Sentiment, ne? Der ein oder andere hat das immer mal im Kommentar mit erwähnt, dass das doch was anderes widerspiegelt, sondern ich rede da wirklich von der wahrgenommenen, von meiner persönlichen Wahrnehmung halt, ne? Von dem Umfeld, von den Leuten, die ich so im Umkreis habe, was mir die Leute über den Tag so schreiben. Wir haben ja durch auch Premium-Dienst und alles andere so viele Leute, die den ganzen Tag uns damit zuschütten, was sie wo wie getradet haben, was gut geklappt hat und was nicht. Und da sieht man auch manchmal schon einfach eine kleine Kontraindikation raus in dem Moment, wo einfach besonders viele das Gleiche machen oder besonders viele die gleichen Probleme haben. Na, zum Beispiel noch offene Shorts, wo sie nicht wissen, was sie damit jetzt machen sollen, wo sie einfach einen Stop-Loss irgendwann rausgenommen haben und das nicht gut aussieht. So, ich erspare euch das heute. Wir gehen mal auf den Chart. Ich bin die letzten Tage sind wir da immer ein bisschen drauf rumgeritten auf dem Thema, weil es gab nicht viel zum Chart erzählen. Halt, ne? Die Trendlage war hier noch positiv, der DAX war noch aufwärts gerichtet, hat sich hier oben ein bisschen festgeklammert halt. Ne? Gestern sind wir raus zu 65, haben gesagt, dass er natürlich in dem Moment, wo er jetzt hier oben eben einen Aufwärtsgap beispielsweise hätte bringen können, dass er sich damit einen Impuls setzen hätte können. Das hat er nicht getan, ist sogar mit einem kleinen Abwärtsgap reingekommen. Das war damit schon relativ trostlos. Ne? Also im ersten Update haben wir dann auch recht früh gesagt, er muss halt auch über die 65 drüber. Das wäre jetzt wichtig, um dann eben auch ein bisschen wenigstens noch ein Kaufsignal rauszudrücken. Das hat er nicht getan. Ansonsten war unter 4, was haben wir gesagt, unter 500, 480 dann eben entsprechend auch die 445 drinne. Da hat man dann nochmal geupdatet und gesagt, Vorsicht, ein bisschen hier im Bereich um 430 aufpassen. Da kann auch gut wieder nach oben ziehen. Das hat er dann eben getan. Hat sich von hier wieder ein ganzes Stück zurückgekämpft und eben jetzt hier nicht Short angetriggert. Das ist ein Verkaufssignal, was er da berührt hat. Hat aber einfach bloß mal so durchgestochen, eine Lunte durchgeschlagen. Das heißt, er hat das ein bisschen weicher gemacht, damit es ein leichter jetzt fällt, unten durchzukommen. Aber so gesehen auch einfach vielleicht nur eine ABC halt gewesen vom letzten Hoch weg. Und von daher nicht ganz optimal. Das wäre besser gewesen, wenn er wirklich zum Früh gleich richtig Stress gemacht hätte. Direkt unter die 500, so wie wir das gesagt hatten. Entweder Aufwärtsgap oder Stress und direkt unter die 500 hier runterschieben. Dicke, schöne rote Kerze daneben stellen. Weder das eine hat er getan, noch das andere. Das heißt, er ist einfach seitwärts zur Seite weggekippt und hat hier einfach die geärgert, die ein bisschen zu zeitig dann die Ruhe verloren haben. Und hat sich hier nochmal knapp auf die 400 gestellt. Somit, ja, was haben wir? Wir haben die gleiche Ausgangslage wie am Vortag, zwar ein bisschen tiefer, aber trotzdem ähnlich. Aufwärtscap wäre auch hier weiterhin legitim. Man könnte auch weiterhin Impulsgeber werden. Erstes würde sogar jetzt sagen, so über 65 würde mir schon reichen. Könnte erstmal in die 630, 640, 650 rein und wenn er die später dann auch noch gerissen kriegt, ach komm, das lassen wir gleich weg. Wenn er die später gerissen kriegt, können er da auch noch mehr holen. Das heißt, Risiko bleibt für mich in dem Moment auf der Oberseite einfach. Denke, sind noch ein paar Marken zu holen. Das kann er noch schaffen. Genau. Unterseitig würde man natürlich jetzt schon Stundenschlussniveaus unter 4,45 auf dem Shortkicker nehmen können. Ihr habt jetzt gesehen, was ist zum Montag passiert, wenn der jetzt. Ne, dann. Genau, doch, ja. Zum Montag passiert. Wenn er jetzt natürlich zum Dienstag dann das sich schon zum Montag angeguckt hat, muss man ein bisschen aufpassen halt. Also wenn er dann wirklich bloß 400, 375 und er schießt direkt wieder nach oben, nachdem er da unten war. Aber dann würde ich auch nochmal long probieren. Bis hier rein in die 530, ne, 520, das, was da immer wieder angelaufen wird. Weil dann ist es halt einfach nur eine Range. So, und dann macht er das gleich im Kleinen, was er hier im Großen gemacht hat. Das kennt ihr noch, das ist noch nicht lange her. Und von daher da ein bisschen aufpassen, weil das neue Tief, hier ist ein Verkaufssignal, oder hätte ein Verkaufssignal entstehen können, sagen wir es mal so, es ist ja nicht entstanden, kein Kerzenschluss drunter zustande gekommen, aber er hat zumindest das vorherige Tief unterboten, das heißt, theoretisch hätte da ein Verkaufssignal entstehen können, eine rote Stundenkerze drunter und dann wären die Verkäufer hinterhergesprungen. Das ist nicht gelungen, hat sich direkt wieder aufgedreht, wieder ran.
Jetzt für mich wie jeden Tag kann nur das Gleiche sagen: einmal Aufwärtsgap und passt bitte auf. Kommt kein Aufwärtsgap, rechnet damit mit dem, was jetzt die letzten Tage immer wieder passiert ist. Auch wenn zum Beispiel ein kleines Aufwärtsgap kommt, was abverkauft wird, rechnet auch damit. Das ist einfach das Bewegungsverhalten der letzten Tage neu macht. Letztendlich so, wie wir das jetzt die ganzen letzten Tage gesagt haben: wenn er einen neuen Impuls oben raus haben will, dann braucht er wahrscheinlich ein Aufwärtsgap, was er dann auch offen lässt. Und dann geht das. Ansonsten, alles, was anders geht, wird hier nochmal Geschiebe werden. Das ist einfach so. Das liegt in der Natur der Sache halt, ne? Wenn er keine Impulse oben rauskriegt, dann wird er sich einfach noch ein bisschen weiter rumdrehen. Nach großer Umkehr sieht das noch nicht aus. Dafür wird er auch zu deutlich am Tief weggekauft. Aber ich würde deswegen trotzdem jetzt nicht zu lange zögern. Also unter 4,45 Stunden Schluss jetzt so und sowas. Das sind schon erste Signale. Ne? Muss man aufpassen, dass man nicht zu lang wartet. So vom Rücklauf her ist er mir jetzt zu hoch gekommen, sodass ich sagen würde, jetzt vielleicht direkt runter, aber ne, es wäre auch nicht ungewöhnlich zum Dienstag jetzt einmal hier kurz drunter laden unter das Tief und dann wieder sich nach oben bauen und dann versuchen mit Schmackes oben rauszukommen. Da würde ich echt ein bisschen aufpassen, deswegen vielleicht von 4,45 so versuchen auf das Tief hier zu shorten, dass man hier drunter vielleicht einen Teilverkauf macht und Einstand sichert und wenn einem die Kiste dann von hier unten wieder nach oben galoppiert kommt, dass man sich vielleicht dann doch wieder Long reinnehmen lässt, wenn er nicht unten raus will und ansonsten den Rest einfach durchziehen lässt halt, ne, dass man, also so würde ich es machen, würde mir hier einen Short dann suchen und im Moment, wo ich sehe, nee, der ist schwach zum Dienstag, der macht mir keinen Aufwärtsgap, lässt das Gap nicht offen, ne, das was ich am Impuls oben sehen will, wenn das nicht kommt. Und er macht mir hier nach unten raus und wird mir hier so in den Bereich einen Short suchen. Und hier in dem Bereich dann Teilverkauf, ne, auf Höhe des Tiefs. Vielleicht auch ein bisschen tiefer so, an der 400, 380, 375 so in dem Bereich. Den Stopp auf Einstand sichern und den Rest versuchen weiterlaufen zu lassen. Vielleicht schafft er ja die 250, vielleicht kommt er auch durch dann. Dann hat man erstmal eine Teilposition, die kann man sich in einem späteren Rücklauf auch wieder aufbauen, wenn er negativ wird. Aber wenn er sich dann eben wieder hochdreht, dann würde ich mich dann doch wieder auf Long drehen, weil. Das ist noch kein Signal für weiter hoch, es ist aber auch noch keins nach unten. Naja, es schiebt jetzt einfach zur Seite wieder. Ne? Wie gesagt, er macht das im Kleinen, was er hier im Großen gemacht hat. Und das ging auch nach oben raus. Und von daher bin ich hier noch ein bisschen vorsichtig. Einfach auch, ne, ihr kennt das aus den letzten Videos mit dem Sentiment und den offenen Positionen und so weiter, dass da viel zu viele noch eben gegen den Markt hängen. Ich könnte es mir gut vorstellen. 6,35 oben, die fände ich super interessant. Die könnte ich mir vorstellen, dass man die noch anrennt. Ansonsten der Bereich um 57, 800 hier weiterhin interessant. Ne? Und ja, für mich braucht er oben das Aufwärtsgap, um weiterzukommen. Ich glaube, das haben die letzten Tage ganz oft schon gesagt. Das ist für mich so der Trigger. Wenn das schon früh nicht kommt, dann weiß ich schon, dass ich da mich nicht auf Long zu krass vergehen brauche, weil dann wird er wahrscheinlich eh wieder in dem Bereich hier unten rumschruppen halt, ne? Da muss man da nicht zu viel Einsatz reinklemmen. Okay. Ja, also in diesem Sinne, überbieten von 560 hier, das wäre vorzeitig kleine Bestätigung für aufwärts. Könnte einen Impuls dann eben geben, vielleicht auch per Gap. Das muss aber auch kommen. Und ansonsten, ja, umso länger hier unten drauf rumarbeitet, umso eher geht das dann auch mal durch. Aber ich würde trotzdem aufpassen, wenn er hier eine schnelle Umkehr hinkriegt. Wenn er aber hier zum Beispiel eine Umkehr macht und er bleibt dann hier und dreht sich dann zum Nachmittag runter, auch gute Short-Chance. Ja, könnte man hier durchaus wieder langsam ein bisschen was probieren, weil dann wird es langsam griffiger. Aber so aus dem jetzigen Bild heraus. Sehe ich das Risiko weiterhin noch eher nach oben. Auch wenn es der eine oder andere wieder nicht hören mag. Das ist so. Vom Bewegungsmuster sehr dem ähnlich, was wir hier in größerem Stil hatten, jetzt bloß im kleineren. Okay, gut. Dann will ich euch nicht weiter hier die Zeit stehlen. Ich denke, die wichtigen Punkte sind durch, sind bekannt und Orientierung haben wir oben wie unten. Jo. Kann ich eigentlich zumachen. Also, ich wünsche euch Spaß, gutes Gelingen, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.